Es ist angerichtet. Freuen wir uns auf 90 Minuten tollen Fußball aus der Bundesliga. Und damit herzlich willkommen zu dieser Partie von Wolfuß und Frank Buschmann. Ich kann mich nur anschließen. Tolle Atmosphäre hier, wie eigentlich immer in der deutschen Elite-Liga. Hoffen wir, dass die Partie da mithalten kann. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke gegen den VfL Wolfsburg. Dietmar Schönlebe ist der Unparteiische heute. Wolfsburg am Ball, Spiel läuft. Das könnte die Chance werden. Mali. Das macht er gut. Da gewinnt er den Zweikampf. Das könnte eine Gelegenheit werden. Didavi. Da ist der Führungstreffer. Sie liegen vorne in diesem Spiel. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Nee, aus der Distanz nun wirklich nicht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Das könnte gefährlich werden. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Goretzka. Der Pass. Nichts zu halten hier. Der war unhaltbar. Einfach sehr gut platziert. Jetzt ist das Spiel wieder offen. Sie haben den Ausgleich. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Das hätte eine gute Gelegenheit gegeben. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne hier. Es steht zur Pause 1-1. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Wir steigen ein in Durchgang 2 hier in der Feldins Arena. Mal eine zündende Idee kommen. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt die Gelegenheit. Tor! Und damit führen sie hier. Sie lassen heute einiges an Chancen zu und jetzt eben der Gegentreffer. Ja, so richtig gut sind sie nicht im Spiel. Sie bekommen den Gegner nicht in den Griff. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und jetzt liegt Schalke hier zurück. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Kehrer. Auf Freistoß gegen Wolfsburg entschieden. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden.
Jetzt will man mit dem Wechsel noch mal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Sind. Viel nehmen sie sich da nicht, das war auch mein Eindruck vom Spiel. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Hüntelaar. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Basoe. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Maximilian Arnold. Trifft er, ja, drin, Tor. Sie setzen noch einen drauf. Sie sind klar überlegen und das sieht man jetzt auch am Spielstand. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Didavi. Wolfsburg hat es geschafft. Das ist der Sieg. Völlig verdienter Sieg und auch spielerisch haben sie heute überzeugt. Was für eine Offensivleistung. Ein Feuerwerk. Das war gut, was er heute angeboten hat. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen klasse Auftritt.